Ja. Tut immer so, als wäre er alter Knacker. Das macht er mit Absicht, um die anderen zu täuschen, damit er weniger arbeiten muss. Oder wäre auch der Checkpoint gerecht gewesen. Ja, ja. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Oh. Ja. Oh, einer. Oh, komm mal hoch. Jawohl. Ja, so. Wir stürmen hier über die Pilze. So ein Pilzstaffettenlauf hier. Huch, hier passiert ja ewig nichts. Weil es ins nächste Level geht, sehe ich. Genau. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Ja, Hoffnung hört sich doch gut an. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Überteilt man nicht. Wie kann man nochmal die Feuerpfeile machen? Ich glaube mit Y. Stimmt. Yeah. Darf man in die Suppe fallen? Ich vermute nicht. Ich würde, sagen wir mal, spontan behaupten, ja. Nein. Oh, Alter. Boah, von hinten. Auch. Was denkt der denn hier? Autsch. Ich schnetzel hier mal ein bisschen. Ja, ich versuche in der Zeit auszuweichen. Alter, die haben Schilde mittlerweile. Ist gar nicht so einfach. Ah, das Skelett ist gestorben in der lila Pfütze. Echt? Oh, hier ist aber noch... Oh, es kommt noch ja, mal einer. Ja, ich komme. Ja. Mist, ich wollte da oben die Fackel anzünden, aber es klappt noch nicht jetzt. So. Der Ritter hat halt schon extreme Vorteile mit seinem Schwert. Ja, ja. Und der hat generell sehr viel, er hält viel aus einfach auch. Ja, das stimmt. Im 1 gegen 1. Huch. Guck mal, das Skeletor hier. Ich bin ganz oben, ich sehe nichts. Der hier ist eine Kiste. Wie? Lichtprisma. Der Oberkörper liegt hier noch so rum. Oh. So, ein Lichtprisma, cool. Müssen wir mal gucken, was das genau ist. Das muss ich auch mal hier. Da. Bei jedem Checkpoint 25% mehr Gesundheit und Mana. Ja, das hört sich doch für die Diebin ganz gut an. Ich habe generell so das Gefühl, dass die Diebin so der wichtigste Charakter ist. Dass mit der Ellie irgendwie auch alleine über Hindernisse durchkommt. Mhm, vermute ich auch. Oftmals. Ja, da schmeißt das in die Pfütze darunter. Zack. Man sagt zwar immer, man soll die Gewässer nicht verdrecken, aber ich glaube, bei dem, das ist schon so dreckig, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich glaube auch. Und ich glaube, ich habe das schon so schön platziert. Ja, das kann man eigentlich direkt rüberspringen. Nein, das war klar. Ist noch einer vorbeigeflogen. So, dann kommen wir hier wieder runter. Oh, ist das fies. Oh, ein Schätzchen. Sturmhammer. Oh yeah. Ey, cool. Oh. Das heißt, er kann jetzt die Wack... Bam! Ist das ein Item oder ist das eine Fähigkeit? Das ist ein Item, richtig. Also eine andere Waffe. Oh. Kann man jetzt durchschalten. Dann kann man hier so eine Mauern einreißen. Oh, cool. Nice. Das ist natürlich... So, nun. Ich mach vielleicht mal ein bisschen Licht da im Dunkeln. Oh. Kannst du die Brücken hochziehen? Ach so, ja, das ist natürlich... Warte, Moment. Ich kann irgendwo... Nee, hier kann ich nicht festhalten. Nee, geht nicht. Schade. Also hier oben ist noch was. Was wir vielleicht irgendwie runterholen können. Stimmt, vielleicht kann ich das... Ja, das kann ich bewegen. Moment. Aha. Okay. Komm, Chris. Ja. So. Oh yeah. Oh, Achtung, da oben ist noch was. Hast du das gesehen? Ganz oben. Versuch das mal mitzunehmen. Und ein Levelausstieg.
Jo, und nochmal 2 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Okay, was haben wir? Wir können nur den Hammer upgraden. Wie viel bringt er um? Ein zerstörerischer zweiter Angriff mit der Wut vom Blitz und Erde. Hilfe! Schwache Hilfe! Gegner. Was? Oh. Ich eile zur Edler Ritter. Alter, ey, wie der auf die einprügelt. Ah, man hätte mal den Hammer ausprobieren können noch. Stimmt, ja. Mist. Aber ich glaube, den kann man upgraden, den Hammer. Ja, dann machen wir das doch mal. Das hört sich doch alles ganz gut an. Jetzt hier. Für einen Zweitangriff halten. Oh, guck mal hier. So fast wie Thor irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon. Okay, aber ich brauche hier, glaube ich, ein Kistchen. Kistchen, alles klar, kommt sofort. Das braucht jetzt Mana, genau. Ach, und ich habe die Kiste kaputt gemacht. Ja. Na komm, Schnuggi. Kommst du hoch? Ich glaube, brauchen wir Schildsprung. Oh ja. Yep. Erstmal hier hoch. Dann. Nein. Na gut, dann. Direkt hier hin. Schön. Hervorragend. Kannst du die Fackel anzünden? So. Bauen wir mal den Hammer. Der Hammer ist irgendwie nicht so gut zum Kämpfen, habe ich den Eindruck. Das ist gerade abgekratzt. Okay, der ist relativ langsam halt, ne? Ist halt eine Zweihänderwaffe. Obwohl das Schwert trägt er, glaube ich, auch mit zwei Händen, ne? Ne, der hat ein Schild in der Hand. Ach ja, stimmt. Allein wegen des Schildes, glaube ich schon. Oh, Das scheint hier ein Rätsel zu sein. Kiste in der Mitte vielleicht? Und du? Lustig, wie die Knochen hier so in der Luft schweben. Das hat nichts gebracht, leider. Oder sind es 4? Oh. Ach, aber das eine steht schon. Das eine ist schon eingedrückt, glaube ich. Nee. Gut, vielleicht haben wir es schon aktiviert, das kann natürlich sein. So, Fackel hier oben. Das war ein Synchronwechsel. Oh, Spinny. Fies. Alter, das gibt's doch nicht. Ach, hier ist ja der Checkpoint direkt, das geht ja. Hier ist das. Ich bin die Libyen. Okay. Ey, aber was die für ein Damage machen, die blöden. Ja gut, wir spielen auf hart, deswegen. Oh, das stimmt. Ich beschütze dich. Irgendwann muss das ja ein bisschen schwerer werden, das. Sonst wäre das ja irgendwie auch. Witzlos. Bisschen witzlos, genau. Oh, da ist noch mal eine. Ah, Mist. Die trifft man nicht so gut, also ich zumindest nicht. Ich bring erstmal hier die Fackeln an. Das ist gut. Scheiße. Oh, Mist. Habe ich dich jetzt runtergerissen? Nee, ich bin absichtlich runtergesprungen, weil die Spinne geschossen hat. Da ist nochmal so eine fiese Arachne. Autsch! Wo bist du? Ach, du hast dich schon erledigt. Ja, ich hab sie getroffen. Und da reicht ein Hit für die. Links oben ist aber noch was. Genau, ich glaube, da kommst du gut hin. Oh. Müssen wir wahrscheinlich hier machen. Yep. Oh, Mist. Nochmal. Hip. So, jetzt aber. Elegant wie eine Katze. Wie eine Katze. Fühl mich wie ein Prince of Persia. Sie sieht auch also so ein bisschen so aus. Das stimmt, ja. Also das ganz alte. Ich hab's zwar ewig nicht mehr gespielt, aber das war irgendwie ziemlich cool. Aber sie hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit Assassin's Creed, muss ich sagen. Diese typische Kapuze irgendwie. Das stimmt, ja. Checkpoint. Oh. Na komm rüber. Oh, von hinten auch mal. Oh, die spucken Feuer, die Schweine. Drecksau. So.
Hilfe. Oh, wo ich immer von Geschnetzelten rede, ey. Oh, ich hätte mal wieder so lecker Geschnetzeltes. Ach, ich habe heute, glaube ich, noch... Also, ich habe ein bisschen was gegessen, aber noch nicht wirklich viel. Ich auch nicht. Ey. Nur einen ganz kleinen... Eine ganz kleine Schüssel, was war das? Jetzt fällt mir der Nudelname nicht ein, das gibt's doch nicht. Was gibt's denn für Nudeln? Ja, keine Ahnung. Gefüllt mit Fleisch. Spaghetti? Tortellini? Tortellini, genau. Oh, 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 oh. Lauf! Yeah. Alter. Alter. Oh, na, oh. Ey, was? Das ist doch hier... Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Oppi, ob es. So, okay. Oh. Weg mit euch. So, und hier dieses blöde Kugelding. Entsorgen wir mal. Das entsorgen wir ganz schnell. Ach, hier sind nochmal zwei von den Dingern. Yeah. Einmal runter hier. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Ich glaube, hier ist das Level zu Ende. Meinst du? Ja. Am Ende ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Diebin die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Ja, es ist mir alles irgendwie ein bisschen viel vielleicht und wer weiß irgendwie für eine Ruine. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Abgesehen von diesen gemeinen Skeletten. Wer würde so etwas verlassen? Es ist wunderschön. Ja. Tja, wieso fühlt ihr sich hier so heimisch? Das ist die andere Frage. Also da habe ich schon ein paar Fragezeichen. So, nun? Kann ich das Ding hier... Nee, kann ich nicht. Können wir hier runterspringen? Ich springe einfach mal. Ja, das geht tatsächlich. Oh. Oh. Mach das einfach mal weg hier. Ja, das ist auch, das ist gut. Oh. So, dann kann ich hier eine neue Plänken bauen. Oh. Du musst das Ding hier aufmachen mit dem Zauberer. Achso, oder? Ja. Ja, der hebt den Stein einfach mal weg. Das ist, ja. Genau. Der Stein ist irgendwie... Ich glaube, das Skelett da lebt noch. Meinst du? Ich habe ihn lebendig begraben. Ja. Wow. Was war das denn für ein... Oh. Achtung, Stein fällt... Oh, hey. Das gibt's doch nicht. Alter. Er lebt ja noch. Na komm, spring, spring. Müssen wir nochmal zurück hier? Haben wir da... Nee, genau, da hatten wir noch was. Na. Sehr gut. Der Ritter wieder. Ganz entspannt. Ja, hier einfach mal draufstehen. Zuschauen, wie die Diebin da hin und her springt. Und Och nee, hier, das gibt's doch nicht. Moment. Nein, ich hab rausgeskippt. Ach, Moment. Es passiert nichts, keine Angst. So, ich hoffe, meine Aufnahme läuft noch. Moment. Das hoffe ich natürlich auch. Gibt's doch nicht, wegen so einem blöden... Hast du... Wie kannst du denn das... Spielst du auf dem Gamepad? Ja. Wie kannst du denn da raus switchen? Weil so ein blöder Updater hat mich rausgehauen. Ach so. Ach Mann, warte mal einen Moment. Mhm. Naja, ich... spring hier nur so ein bisschen in der Gegend rum. Das ist blöd. Ich glaube, ich muss try neu starten. Alles klar, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle und dann müssen wir halt beim nächsten Mal wieder vom Checkpoint neu starten, aber das sollten wir irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Ich denke auch, ich denke auch. Das ist ja alles ärgerlich hier.
dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.